Max Kit in Orange bestellt. Ich wollte unbedingt die orange Aufhängung. Ihr könnt ja wählen. Es gibt ja verschiedene Farben. Es gibt ja schwarz, weiß, grün. Ja, hallo, der Micha hier von Mika News. Ja, in dem Video werde ich meinen Max umbauen auf einen White Max. Und zwar habe ich mir dafür das White Max Kit in Orange bestellt. Ich wollte unbedingt die orange Aufhängung. Ihr könnt ja wählen. Es gibt ja verschiedene Farben. Es gibt ja schwarz, weiß, grün, rot, das erwähnt orange und blau. Je nachdem, was ihr wollt. In dem Set ist bei Querlenker unten, Querlenker oben, Spurstangen für vorne, die verlängerten Antriebswellen, die nötig sind, und die hinteren Federn. Die hinteren Federn aus dem Auto, die kommen nach vorne, und die hinteren neuen Federn kommen hinten hin. Dann kommt noch 1,2 mm Kolbenplatte eigentlich rein und 50er Öl. So wird es zumindest im Umbau-Kit empfohlen. Ich würde sagen, nicht lange plappern, es geht los. Anfang tue ich ganz simpel. Ich mache natürlich zuerst die Karosserie ab. Macht sich natürlich immer ganz einfach, weil die würde jetzt in dem Fall bei der Demontage stören. Ich tue die Teile mal zur Seite, dass die mich nicht stören beim Umbau. Also ab durch die Mitte und zur Seite weg. Ich habe hier einfach mal ein Akkuschrauber genommen. Mal gucken, der hier so gut funktioniert, wie ich mir das denke. So, gucken, ob alles passt. Ah, habe hier natürlich den falschen Steckschlüssel drauf, also hierfür kann ich den erstmal nicht nutzen. Da habe ich nicht den passenden Adapter. Mal sehen, ob ich hier... Ja, wenn ihr Akkuschrauber nehmt, passenden Adapter holen. Den habe ich hier jetzt nicht, weil das Taxas-Maß für die Räder ist etwas größer. Gut. Dann werde ich die Räder ganz normal erstmal so abschrauben. Ja, warum? Naja, die stören mich einfach hier jetzt. Außerdem müssen wir an die Aufhängung rankommen. Und da würde mich das auch stören. Ja, hier habe ich zwei schöne Schalen. Die sind hier magnetisch. Da kann ich dann schön meine Schrauben drauflegen, dass die auch gut sortiert sind und vor allen Dingen, dass die mir nicht wegfliegen. Das ist ja viel wichtiger. Das kann halt passieren. Genauso hier die Kunststoffteile, dass die nicht weg sind. Die kann ich auch gleich hier in die Schale werfen. Und dann kommen meine Räder erstmal zur Seite weg. Und jetzt kommt hier das letzte Rad. Ja, warum mache ich den Umbau? Ja, ich will das Fahrzeug stabiler haben, einfacher zu fahren. Und ich will es natürlich cooler aussehend haben. Cooler aussehen, okay, gibt ja auch, glaube ich, diese Aufhängung gibt es ja auch in, nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe, könnte man auch machen und auch nutzen. Dann werde ich mal hier meinen coolen Fahrzeugstand nehmen. Wäre jetzt hier, mal gucken, passenden Decki-Schlüssel nehmen. So, das wird passen. Und zwar als nächstes kann ich euch hier zeigen, macht sich vielleicht so ganz gut. Hier schraube ich erstmal die Dämpfer ab. Also wenn ich das Dämpferöl rausmachen würde wollen, dann müsste ich die Dämpfer wirklich ganz abschrauben. Also sprich auch oben. Aber ich will jetzt eigentlich nur die Federn wechseln. Dann kann ich mir das auch sparen und kann quasi die Dämpfer einfach nur so zur Seite legen. Aber damit das hier nicht im Weg ist,
Also die Langschrauben, das können wir uns mal merken. Dämpfer tue ich rechts hin. Und ihr seht, es ist völlig simpel mit so einem Akkuschrauber. Und zwar, ich habe den von M-Drive. Macht sich hier völlig simpel. Ich lege mal hier rechts die vorderen Dämpfer hin und hier links die hinteren. Dann kann ich mir das hoffentlich gut merken. Das sollte man auch immer mal beachten hier. Aufhängung sollte leicht gängig gehen. Dann drehen wir das Ganze zur Hinterachse. Machen auch wieder hier unten die unteren Dämpfer ab. Also unten den Dämpfer. So, wenn wir das unten haben, hier, das müssen wir uns nicht merken, die sind gleich lang, die Schrauben, für unten und dementsprechend für oben, hier, sollten die genauso lang sein, ja. So, dann können wir die aushängen, die hinteren Dämpfer, vorderen Dämpfer, ihr seht, die sind identisch, die hinteren Dämpfer kommen dorthin und schön Big Bore mäßig. Rechts-Linkslauf beachten. So. Die hinteren Dämpfer. Eigentlich können wir die Dämpfer auch gleich erledigen. Dann haben wir es hinter uns. Hier Federn. Dazu. Hier. Federnteller lösen. Den müssen wir ganz lösen. Dann können wir den auch hier komplett rausmachen. Dann müsste man eigentlich den Dämpfer aufmachen, 50er Öl und 1,2 mm Kolbenplatte rein. Hier. Das werde ich mir jetzt schenken. Ich werde es jetzt erstmal lassen. Für mich, hier ihr seht, der Dämpfer, einwandfrei, der arbeitet noch perfekt. Dann habe ich hier die blaue Feder, die kommt hier rein. So, wenn wir das haben. Können wir den ersten Dämpfer schon wieder machen. Dann kommt der zweite dran. Wie gesagt, der Federnteller ist hier schön gesichert. Der kann hier überhaupt nicht, Entschuldigung, der kann überhaupt nicht rausfallen, weil der hier fest fixiert ist. So, rausnehmen. Federnteller raus. Federwechsel. Drauf achten. Blaue Feder einsetzen. Am besten das Blau nach oben, die blaue Markierung nach oben, damit man das auch gut erkennen kann. Wenn man mal drauf schaut auf die Feder, dann kommt die hier wieder drauf. Wenn ihr das habt, Schraube rein. So. Fest. So, als nächstes kommen diese Federn. Mal gucken. Da ist hier aber auch keine Markierung drauf. Jetzt sollen diese Federn hier vorne drauf. Ich werde mal eine machen und werde mal gucken, was passiert, beziehungsweise ob die wirklich unterschiedlich hart sind. Gut, dann werde ich sowieso machen, weil wenn ich eine gemacht habe, macht man automatisch auch die zweite. So, also Federnteller lösen. Abmachen. Ah, Feder ist ganz minimal kürzer, die vordere. Also müssen wir die auf jeden Fall wechseln. Also das bleibt jetzt nicht aus. Also können wir die zweite Feder auch auf jeden Fall rausnehmen. Weil wenn die hier schon mal kürzer ist, die eine, dann macht man auf beide Seiten natürlich immer die gleiche Länge. Auch wenn es die gleiche Feder härter wäre. Aber die müssen natürlich gleich lang sein, das ist ganz klar.
So. Jupp, die Originalen waren definitiv kürzer. Also können jetzt hier die zwei neuen drauf, die im Set waren, beziehungsweise die hinten drauf waren. Nicht die im Set waren, die hinten drauf waren. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Drehrichtung beachten, ne? Grund drehen. Federnteller wieder befestigen. Und wenn ihr so einen Akkuschrauber nutzt, nicht überdrehen, dann früh genug aufhören, außer ihr könnt hier einen Drehmoment einstellen. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt einen Schraubendreher. Und geht nur von einer Seite reinzuschrauben, weil auf der anderen Seite hier ist ein Gewinde. Also darauf natürlich auch achten. Ne? So, damit haben wir jetzt hier die Dämpfer fertig. Die vorderen mit der geänderten Feder und die hinteren mit der geänderten Feder. Als nächstes, so hier mein Akkufach. Als nächstes geht es an die Aufhängung. Das heißt, ich kann hier den erstmal wegnehmen, mein Fahrzeugstand. Und dann muss ich hier vorne an den Schwinghalter ran. Dazu brauche ich hier 2,5 mm Imbusschlüssel. So, hier. Also, jetzt kann ich hier den schön wegknicken. Dann kann ich den nämlich so ansetzen. Ansetzen. Und jetzt lasse ich hier den die Arbeit machen. Und hier habe ich jetzt meine zweite Schale. Und kann in die zweite Schale die Schrauben machen. Hier, jetzt seht ihr das vielleicht besser. So, wenn die Schrauben mir nicht verloren gehen, 1, 2, 3, 4, dann ist hier noch eine Schraube von hier, die kommt auch noch, aber die kann später dran. Jetzt kommt hier die Halterung. So, muss ich oben was abschrauben. Und zwar... Mal gucken. Was da weg muss. So. Na? Hier. So. Und schon haben wir das Teil ab. War ja gar nicht so viel. 6 Schrauben. Also sprich die 4 und hier die beiden von der anderen Seite. Die musste man jetzt hier von oben durch abmachen. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir hier den vorderen unteren Getriebeschutz. Kann man auch mal austauschen, wenn hier diese, ich sage einfach mal, wenn diese Skidplatte hier abgefahren ist, dann kann man das auch ganz problemlos mal austauschen, wenn man zu oft gelandet ist. So,
dann kommt man hier gut ran. Ich muss ja hier an die Imbusschraube rankommen, also sprich um den Stift zu wechseln, rauszunehmen hier unten. Und ich muss hier den Schwinghalter zuerst abmachen. So. Das heißt, hier zuerst den Schwinghalter. Da komme ich nämlich hinten an die Schwingenstifte ran. Hier die Schraube, nicht verloren. Die lege ich hier mal in die rechte Schale. Dann habe ich hier zuerst das Plastikteil, was mir jetzt gerade so verloren gegangen ist. So, Einbaurichtung beachten in der Hinsicht. So, machen wir hier Teil Nummer 1. Dann machen wir hier die Stahlscheibe ab. Die übrigens, ne, sorgt dafür, dass unser Getriebegehäuse bzw. hier die Querlenker fest in Position sind. Und wenn man hier ein Plastikteil hätte, würde das eher ausreißen. Aber so ein Metallteil, das hält doch schon länger. Und hier R ist die Platte für Rear hinten. So, die kommt vor, das Plastikteil. Kann man aber auch nicht falsch machen. So, dann haben wir hier unsere Schwingstifter. Da laufen die Querlenker. Also wenn ich den jetzt hier rausmache, 1 und 2, dann seht ihr hier, ne, ganz problemlos. Genauso hier können wir jetzt die Aufhängung hier lösen. Dazu muss ich aber noch 2-3 Sachen machen. Und zwar zuerst hier hinten die Schraube lösen. Hier am Radträger, am oberen. Das ist nämlich der obere Schwingbolzen hier. Und auf der anderen Seite den zweiten. Hier. Und dann haben wir jeweils die beiden Aufhängungen draußen. Jetzt muss ich noch den oberen Querlenker rausmachen, was aber kein Problem ist. Da ist auch bloß einfach hier so ein, ich sag mal, Schwingstift. Einfach nur abmachen. Mehr ist das nicht. So, dann rausziehen. Und schon können wir hier den Querlenker entnehmen. Und statt dem Querlenker, ihr seht schon, kommt ein wesentlich längerer Querlenker zum Einsatz. Der wird einfach bloß simpel und einfach getauscht. Also sprich, ich nehme den raus und baue den anderen quasi bloß hier wieder ein. Kann man hier schon mal einsetzen. Dann setze ich den hier nur ein. Schiebe den Bolzen rein. Mache meinen Rechts-Links-Lauf andersrum und schraube hier fest. So, ja, das kann manchmal haken. Dann gucke ich, ob das Ganze leichtgängig geht. Wenn das leichtgängig geht, kann ich auf die andere Seite gehen. Dreh das Ganze rum. Mache hier meinen Stift raus. Mache den Querlenker raus, den oberen. So, setze den anderen genauso ein. So, kann hier schon mal reinmachen. Dann setze ich den hier hin und schiebe dann meinen Stift herein. So, wenn er drin ist,
ansetzen. Also wenn man jetzt das Buchrad, also sprich hinten, ne, die Wheelie-Bar rausgemacht hätte, dann würde es ein bisschen einfacher gehen. Kontrollieren wir, geht auch gleichgängig. Also schon mal Teil Nummer 1 hierfür erledigt. Dann können wir uns dem, ja, der unteren Aufhängung widmen. Das ist völlig, ja, auch völlig einfach und kein Problem. Können wir hier einfach lösen. Mach mal raus. Nehmen uns einen passenden hinteren Querlenker hier und setzen den quasi, wenn man hier so hinguckt, setze ich den nebeneinander und setze den hier, den Radträger, dann einfach bloß hier rein. Das Loch ist auch klar, dann nimmt ihr das äußere, schiebt das einfach nur durch. Und schon haben wir auch den hinteren Querlenker, also schon mal so ausgetauscht. Wo das hinkommt, ist eigentlich klar. Links und rechts kann man hier gar nicht vertauschen. Jetzt geht die andere Seite. Nehme ich mir auch passenden Querlenker. Ist auch der richtige. Setze ich hier hin. Rein, Querlenker, Stift. Setze ich ein. Und schon ist fertig. Dann habe ich hier meinen unteren Querlenker montiert. Wenn wir jetzt noch mal gucken, hier, dann sieht man, bei den Querlenkern hat sich die Position der, ja, hier, der Stoßdämpfer überhaupt nicht geändert. Es hat sich bloß hinten der Aufhängungspunkt, also die Schwinge, ist an der Stelle länger geworden. Mehr hat sich nicht geändert. So, dann müssen wir hier Teleskopgelenk. Seht ihr? Das ist länger geworden. Also das müssen wir auf jeden Fall wechseln. Das heißt, ich muss jetzt hier dieses Teil abmachen, rausnehmen. Mal gucken, wie das am besten geht. So, dann habe ich hier meinen Schraubendreher, beziehungsweise hier mein Teil. Gucken, ob ich das hier rauskriege. Dann habe ich hier mein, ja, Sechskant kann man nicht ganz nennen, aber ist schon in Sechskant. Den kann ich hier rausnehmen. Dann nehme ich den Stift raus. Nehme hier meine Antriebswelle raus. Aus dem Lagersitz. Das Ganze sieht dann ja so aus. Noch kann ich hier nichts verdrehen, vertauschen. Und dann seht ihr, muss ich hier den super kleinen E-Clip rausmachen. Das wird jetzt hier nicht einfach werden, weil der darf mir auch nicht verloren gehen. Also, da mal gucken. Der darf mir nicht, wie gesagt, nicht verloren gehen. Ich nehme hier ein ganz kleines Hobbymesser. Den habe ich den Stift hier rausbekommen, den E-Clip. Und das wird hier jetzt ein, wird jetzt hier nicht einfach werden. Den da rauszufummeln. So. Hier seht ihr,
Ich hab den schon ein Stückchen raus. Und jetzt nehme ich hier die Spitze. Bitte nicht schneiden. Und nehme den komplett raus. Wie gesagt, hier. Ich hoffe, man sieht, der ist wirklich super klein. Den bitte nicht verlieren. So, dann können wir hier den Bolzen rausziehen. So, den ganz simpel und einfach rausziehen. So. Und jetzt kommt hier der Stift raus. So, jetzt muss ich hier den Stift removen, also sprich rausdrücken. Mal sehen, ob der ganz simpel rausgeht oder nicht. Ah ja, hier ganz einfach lässt er sich hier rausschieben. Dann kann ich den rausnehmen. Dann nehme ich die längere Antriebswelle, setze den Stift, also hier den Vierkant, wieder dazwischen, nehme den Stift mit dem Loch, setze den rein. Er sollte eigentlich dann halten, beziehungsweise ja nicht halten. Also nochmal hier dazwischen setzen. Ihr könnt hier auch nicht falsch machen, weil zum Beispiel der Stift mit dem E-Clip, der würde hier total drinne wackeln und der passt hier nur saugend rein und in die andere Seite kommt der andere Stift. Also man kann da auch nichts falsch quasi zusammenbauen in der Hinsicht. Also kein Problem. So. Weil der Stift, der kommt nämlich dann quasi hier so rein. Kann ich euch zeigen. So. So. Und hier kommt quasi dann einmal das drüber und einmal das andere Gelenk. Also so simpel und einfach sieht das Ganze dann aus. So, also wieder zurück auf Anfang. Hier den dazwischen setzen. So, dann den Bolzen rein. Diesmal von der anderen Seite sichern, dass er mir nicht rausfällt. Dann achten wir darauf, dass hier die Löcher übereinander stehen. Man kann jetzt aber auch hier, dass praktisch das passiert, dann auch hier einen Stift reinsetzen, also sprich hier, ich nehme jetzt hier einen Imbus, setze den rein, damit es halt auch wirklich übereinander steht. So, dann habe ich das. Dann muss ich das natürlich drehen, weil ich kann es natürlich nicht so reinmachen. Also, ups, stellt man das so hin, dass es hier praktisch in Waage ist. Wenn das in Waage ist, nehmt ihr euch schon mal den Stift. Steckt den ein Stückchen hier in die Radachse rein. Nicht viel. Ich hoffe, das hält hier. Nicht viel. Und dann geht er hier einmal drüber. Und dann muss das hier dann praktisch Loch auf Loch stehen, wenn der Bolzen nicht weit genug draußen ist. So. Jetzt muss das hier rüberkommen. Ah, jetzt ist mir das runtergefallen, aber auch kein Problem. Jetzt können wir den hier reinstecken. Jetzt muss das bloß noch genau Loch auf Loch sein. So. Und wenn das so ist, ha, perfekt. Dann guckt das nämlich auf der Seite raus. Und dann kann von hier der E-Clip drauf. Und dann ist der Stift hier quasi gesichert und kann nicht wieder rauswandern. Und der kleine Clip davor. Und das ist jetzt ja, das ist natürlich immer wieder hier das Problem.
naja, nicht das Problem, ist auch immer Problem. Hier muss man jetzt aufpassen, weil der darf natürlich nicht verloren gehen. So. Und dazu brauche ich jetzt auf jeden Fall meine Zange. So. Klack. So. Und ihr seht, perfekt ist der wieder drin. Damit geht es jetzt weiter. Jetzt kommt hier die längere Radachse, also eine längere Antriebswelle kommt hier rein. Dann setze ich hier meinen Stift drauf. Und wenn ich den Stift drauf habe, kommt hier mein Radmitnehmer drauf. Und den setze ich dann wieder ein. Ah, sollte eigentlich passen. Ah, das wird natürlich ein bisschen schwer gehen, aber sollte funktionieren. So, klack. Na, dann wäre das auch erledigt. Gleich kontrollieren, ob das leichtgängig geht. So, dann einsetzen. Mal sehen, sollte ja kein Problem sein. Gibt wahrscheinlich hier nur eine bestimmte Position. Gucken. So. Geht ja ziemlich schwer. Ah, wir haben eine richtige Position erwischt. Ach, hier ist ein Stift. Ah, hier sieht man das. Hier ist so eine Kerbe und hier ist auch eine Kerbe. Und das muss genau übereinander stehen. Und dann geht das auch super leichtgängig. Also bitte darauf achten, dass ihr die richtige Position erwischt. Dann Schwingstift einsetzen. Dass wir den Querlenker schon mal hier unten gesichert haben. So. Und der uns da nicht mehr wegfliegt. So, dann haben wir das. Und dann kommt hier hinten der obere Querlenker dran. Gucken, ob die Drehrichtung stimmt. Jupp. So. Und dann haben wir hier eine Seite schon mal fertig. Und bei der anderen Seite gehen wir genauso vor. Ich versuche das mal hier drin zu lassen. Bei der zweiten Seite gehen wir hier genauso vor. Und ich werde hier das mit der Antriebswelle mal schnell machen. Mal sehen, ob wir das hier genauso gut hinbekommen wie eben. Stift, längere Antriebswelle, dass die nicht verloren geht. Und dann so, also hier festhalten, irgendwie mit dem Fingernagel und mit der anderen Seite wegdrücken. Ist nicht einfach, aber einfach hat man es. So in der Art. So, habe ich jetzt hier rausgekriegt. So, dann kommt hier der Stift raus. Teil wird weggelegt. Neues rein. Dickeres Loch. Bolzen wieder durch. Dann sollte es hier übereinander stehen. Man kann das aber auch noch drehen, dass das hier praktisch dann übereinander ist. So, wenn ihr das so habt. So. Macht sich so ganz gut. Dann, ich hoffe, ihr seht's, dann setze ich das hier am besten so an. Kann das hier auch versuchen, mal aufzulegen. Naja, ich muss ja hier irgendwie durchkommen, drüber kommen. So,
Und wenn ihr das habt, kann man das so auflegen, den Stift wieder durchsetzen. Darauf achten, dass natürlich hier das Loch übereinander steht, also sprich, dass ich hier in den Stift rein kann. Wenn ich dann drinne bin, dann habe ich das so einfach hier verbunden. Ja, hier ist ein bisschen Geduld gefragt, gerade mit dem E-Clip. Also da darauf achten, dass der nicht verloren geht. So, dann können wir den hier draufsetzen. Und dann nimmt man eine Zange und klickt den drauf. Also Spitzzange am besten. Dann halte ich hier so ein bisschen meinen Finger drüber, damit der nicht nach oben rausfliegt. Und dann setze ich den rein. Und dann sitzt der drinnen. Und dann bin ich fertig. Dann kann ich hier die Radachse wieder einsetzen in meinen Radträger. Setze meinen Stift ein, womit ich quasi meinen Sechskant mitnehme. Dann geht es genau, der Stift genau in den Schlitz. Und dann schiebe ich das drauf. Mit ein bisschen Schwung soll das eigentlich gehen. Wenn es nicht ganz passt, dann kontrollieren wir nochmal, ob man genau hier die Mitte erwischt hat. Und hier sieht man, der sitzt vielleicht nicht ganz in der Mitte. Gucken wir mal. Vielleicht nicht ganz einfach, aber vielleicht funktioniert ja der Trick. Manchmal muss es eben Mumm sein. So. Ja, warum soll man sich auch das Ganze schwer machen, wenn es vielleicht etwas einfacher geht, wenn man das jetzt hier so mit der Schraube draufsetzen kann. So. Auch eine Möglichkeit. So. Und setzt mal mitten immer drauf. Dann muss ich jetzt bloß gucken, dass hier die beiden Schlitze übereinander stehen, und dann stecke ich die genau übereinander, und dann seht ihr, das läuft leichtgängig. Dann nehme ich hier meinen oberen Bolzen, also Schwingstift, mach den fest. So. Jetzt darauf achten, dass mir der Stift nicht rauswandert, was er doch nicht tut. Dann nehme ich den Schwingstift. Achte darauf, dass der hier in den Querlenker auch leichtgängig geht, aber das macht er. So. Dann kommt hier meine Metallplatte. Die setze ich hier drauf. So. Die muss auch hier wieder schön einrasten. So, hier in dem Teil. Dann nehme ich hier ein Plastikteil. Nehme meine Schraube. Setze die hier an. Und jetzt schraube ich die ganz normal fest. So, sieht man das? Ja. So, damit war's das. Gucken. Läuft sehr schön
leichtgängig hier. Dann fehlt ja nicht mehr viel. Nehme ich hier. Schön einrasten hier. Hier runter einrasten. So. Fest. Und jetzt hier drauf achten, dass ihr natürlich gleichen Löcher erwischt. Und denkt dran, nicht überdrehen. Dann lieber nur, also wenn ihr jetzt hier wie ich keinen Drehmoment habt, dann hier ruhig, so wie ich jetzt gerade machen, nicht fest in die Hand nehmen, sondern es hier ganz locker. Ich habe es jetzt hier völlig locker. Und wenn das Drehmoment oder wenn die Schraube fest ist, dann reißt es mir meinen weg. Oder ihr geht ganz sicher und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann könnt ihr auch vorher schon noch ein paar Gewindegänge offen lassen. Also hier, dass der Kopf ein bisschen rausguckt und zieht von Hand quasi nach. So, dann nicht vergessen, hier oben die beiden Schrauben noch festzumachen. So, eins. Und schon ist jetzt die hintere Aufhängung fast fertig. Meine hinteren Dämpfer kann ich jetzt auch schon montieren. Nehme ich hier die zwei langen Schrauben. Ich muss hier jetzt bloß den anderen Imbusschlüssel nehmen. Mache hier oben den Dämpfer oben fest. Genauso, nicht überdrehen. So, dann mache ich meine andere Seite. Schön dazwischen. Und wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt ihr euren normalen von Hand und dreht nach. Wie gesagt, wenn ihr keinen Drehmoment habt, so wie ich hier bei dem, dann hört früh genug auf. Aber ist natürlich ein Vorteil, weil es geht natürlich schneller. So, das innere Loch nehme ich hier, so wie vorher. So, und auf der anderen Seite auch noch. So, das heißt hier erstmal dazwischen setzen. Na, was macht der Vorführeffekt? So. So. Und damit haben wir hier die eine Seite schon mal fertig. Und dann kommt hier die zweite Seite dran. Die sollte aber auch weniger ein Problem sein wie die hintere. Im Prinzip ist es ja baugleich. Wir müssen bloß vorne haben wir einen Lenkhebel drin. Also hier Lenkhebel. Aber ansonsten ist es das Gleiche.